Das beliebte Ausflugsziel der Hamburger um 1913 ist gut besucht. Das Uhlenhorster Fährhaus. Das Gebäude wurde von Martin Haller entworfen, 1873 gebaut und 1913 umgebaut. 1952 wurde die Ruine gesprengt. Heute erinnert nur noch der alte Anleger mit gleichem Namen an das Gebäude. Folge mir für mehr historischen Content über Hamburg.